Wir freuen uns, hier und heute bei uns im Zack begrüßen zu dürfen. Andreas Altmann. Wir können den Geburtsort nicht öffentlich aussprechen, nur als Geburtsfehler verheimlichen will. Altötting. Dieses Provinzloch mitten in Bayern, seit Jahrhunderten eisern in römisch-katholische Hand, diese Brutstätte hechelnder Bigotrie. Ich liefere noch die Fakten. Dieses weltberühmte Wallfahrtsziel, an dem seit Urzeiten den pilgernden Schafsherden Wunderlügen, Weihwasser, die allerheiligste Madonna im Schneegestöber und als uneinholbaren Verkaufsschlager den Gekreuzigten verscherbeln, das war sein Leben. Ich blöke nach, was andere Schafe mir 2000 Jahre vorgeblökt haben, aber ich will nicht blöken. Ich will versuchen, mit dem bisschen, was ich an intellektuellen Kräften habe, selbstständig zu denken und zu handeln. Und das verhindert natürlich die Religion. Behaupte, dass ich den Katholizismus von der Picke auf gelernt habe und mich instinktiv vor vielem schütze. Nur dann. In einer verheerend erfolgreichen Weise ging die religiöse Saat der Leibfeindlichkeit, nein, des Leibhasses, des Lusthasses in mir auf. Der Umgang mit Frauen, die Beschmutzung des Sexuellen, das hat mich lange verfolgt. Die Frau als das Böse, das Gefährliche, das furchtbare Übel. Wenn es schon zu diesem furchtbaren Ding wie Geschlechtsverkehr kommen sollte, was ja nicht verhinderbar ist, um neue Schafe auf die Welt zu bringen, dann bitte an was anderes denken und auf gar keinen Fall Lust zu empfinden. Meine Mutter war das perfekte Schaf. Sex mit Schuldgefühlen, schlechten Sex natürlich und dann auch noch mit Schuldgefühlen. Also das Gefühl, erniedrigt zu sein, schuldig zu sein und damit verfügbar zu sein für die Ideologie der Angst und der Unterdrückung. Angst natürlich, das Mittel, die katholische, das Christentum hat sie erfunden. Ich mache die Angst, du bist Sünder, aber, und das ist ja, das kann man ja von der katholischen, von dem Christentum lernen, wir bieten dir auch an, einen Herrn Pfaffen, der dir dann vergibt. Also nicht nur machen wir dir Angst, sondern wir bieten auch gleich einen Service, einen Après-Service an, wie du die Angst loswerden kannst, indem du dann zum Pfaffen gehst und beichtest. Also es ist ein politisches Machtspiel, sonst gar nichts. Jetzt fordert uns der Religionslehrer auf, die beiden Flügel zu öffnen. Da passiert es. Im Rücken der Frau wimmelte es von Würmern, Schlangen und Spinnen. Es geht ja um diesen wahnsinnigen Schwachsinn, der in diese formbaren Kinder das Gefühl von Angst, du bist sündig, du musst deinen Körper hassen und so weiter. Und du musst das Leben ist das Jammertal und die Erde und so. Das ist ja auch in meinen Augen ein ungeheurer Missgriff und eine, wenn Sie so wollen, ein intellektueller Missbrauch von Kindern, sondern dass sie frei erzogen werden zu freien Menschen. Deshalb ist auch die Ursünde gehorchen, gehorch nicht, denk nach. Und damit wir auch alle die Botschaft verstanden und keiner auf die Idee kam, es handle sich um einen Scherz, sprach der Erziehungsberechtigte zu uns Neunjährigen, seht nur Kinder, was dahinter steckt, hinter der Fassade der Frau, hinter dem Lächeln, das Tückische, das Versaute, das Unglück des Mannes. Woher nimmt die Kirche das moralische Recht, uns Moral zu predigen? Sie sollte sich in die Ecke stellen und die nächsten 2000 Jahre den Mund halten. Ich brauche doch nur den Humanismus. Die Menschenrechte, die 1948, das schönste Geschenk des weißen Mannes an die Welt, der hat viele böse Sachen gemacht, aber das war was Schönes, indem die Idee auf die Welt kam, die Revolutionäre, dass alle Menschen mit zwei oder drei Beinen oder einem Bein oder ohne Beine dasselbe Recht auf Anerkennung und Würde haben. Diese gigantische Idee, der wir uns durchgerungen haben, ist ja nun bei Gott nicht vom Christentum gekommen. Die Kirche hat ja unendlich ununterbrochen die bekämpft, die nicht das glauben, was sie gepredigt hat. Ich brauche das nicht, ich brauche keinen Herrgott. Es reicht doch vollkommen zu wissen, dass der Mensch, der andere, dasselbe Recht auf Wärme, Zuneigung, Anerkennung, Respekt hat wie ich. Warum soll ich da mit dem Herrgott kommunizieren? Ich soll nicht um Gottes Willen, sondern um Menschen Willen sollen wir auf der Welt was bewegen. Jetzt ein Kapitel, das zeigt, was die beiden in ihrem Leben versäumt haben.
So gingen die beiden auseinander und fanden nie wieder zusammen. Wie sollten sie auch? Nicht eine Geste war den Zweien unterlaufen, die Sehnsucht nacheinander hätte auslösen können. Eisern liefen sie durch Landschaften der Freudlosigkeit. In 11 Jahren habe ich sie nicht einmal beim Schmusen überrascht. Ihre Bilanz war ein desaströser Offenbarungseid. Nie geheimnisvoll getuschelt, nie sich ausgelacht, nie sich angelacht, nie einen Veitstanz der Freude hingelegt, nie wild und süchtig den anderen am Hintern gefasst, nie gierig gegurrt, nie ein Funken schönen Wahnsinns, nie um den Hals gefallen, nie vollgelaufen durchs Haus getorkelt, nie sich besoffen himmlischen Nonsens ins Ohr gewispert, nie nachts ineinander versunken, nie ein Geschenk vom anderen ausgepackt, nie eines für den anderen eingepackt, nie mit einem Gänseblümchen die Nase des anderen gekitzelt, nie gemeinsame Fleischeslust, nie Lebenslust, nie Überraschungslust, nie sich als Liebespaar der Welt präsentiert, nie als Verbündete, nie als Gefährten, nie schwärmte einer von den schönen Augen des anderen, nie Jubel, nie ein Foto von ihm oder ihr herumgetragen, nie ein Wort auf Flügeln, nie ein Satz von einem Zauberer für seine Verzauberte, nie eine Sekunde Märchenland, nie ein cooles Lächeln füreinander, nie stillte einer des anderen Blut, sein Herzblut, nie getröstet, nie einander beschützt, nie stark wie zwei, nie stark wie Liebe, nie. Es ist nicht mein privates Schicksal, das wäre vollkommen uninteressant, sondern es geht um etwas, was uns alle und so viele von uns berührt. Der Erfolg des Buches hat nur eine Erklärung. Viele Leute sehen sich in diesem Buch, sehen Parallelen. Dieses Buch wurde jetzt über 70.000 Mal verkauft. Ich meine, da muss ja ein Interesse sein und da wird ja ordentlich in dem Buch auf die Kirche gespuckt. Mit Klarnamen, mit Leuten, die beschuldigt werden, ungeheurer Verbrechen. Und keine Klage kam. Ich habe ja als Kind nicht die christliche Nächstenliebe, sondern den christlichen Nächstenhass kennengelernt. Wie soll ich? Und es geht ja nicht nur um meinen Arsch, sondern es geht ja, und das ist der Erfolg des Buches, erklärt das, weil viele Leute andocken, weil wir viele Leute, jetzt sind es 1300 Mails, geschrieben haben, dass sie ähnlich unter die Räder kamen. Damals war ja auch die Gesellschaft, das dürfen die Jungen ja nie vergessen, niemals so sensibilisiert wie heute. Wenn sie vom Religionsherr eine Watschen bekamen und das zu Hause gemeldet haben, bekamen sie noch eine Watschen. Weil die Watschen bedeutete, dass du dich schlecht benommen hast und so. Das ist ja nicht, dass der Pfaffe als Bestie auf die Welt kommt, sondern er wird, weil die Ideologie böse ist, weil sie Lust unterdrückt, Freude am Körper unterdrückt, Eros beschmutzt und so weiter, dann wird man natürlich so und greift in der Not zu Hintern, die einen nichts angehen sollen. Das ist die Ideologie, die böse ist, nicht die Menschen, die dann böse werden, weil sie diesen Müll verinnerlicht haben. Ich bin tief überzeugt, dass das, was jetzt rauskommt, nicht die Spitze ist, sondern das Spitzlein von der Eisbergspitze und dass Hunderte, Tausende ungestraft davon kommen werden. Tausende von Pfaffen kommen ungestraft davon, weil die Opfer zerstört sind oder nicht die Kraft haben, darüber zu sprechen. Warum Religion? Um den Tod zu verleugnen. Wir können nicht akzeptieren, dass es aus ist mit unserem physischen Leben. Und weil wir diesen Schmerz nicht ertragen, erfinden wir uns etwas. Den physischen Tod können wir nicht leugnen. Er ist evident. Also werde ich dann aus dem Grab gezerrt oder ich muss am jüngsten Tag oder der Herrgott kommt nieder und so weiter. Es ist eine Angst. Es hat mit Angst zu tun. Das Urgefühl, wie Freud sagte, mit der Angst kann man fast alles machen, um Leute zu gewissen Handlungen und Denkschema da zu zwingen. Das Gefährliche an der Religion ist ja das Gewaltpotenzial und der selige Anspruch, dass sie allein die Wahrheit haben. Und das wollen wir nicht. Ich will das nicht. Wenn man sich die Geschichte des Christentums ansieht, hat es ja die blutrünstigste Spur in der Geschichte hinterlassen. Und es gibt keine Ideologie, die mehr Tote und Wahnsinn über die Welt gebracht hat, als die christliche Nächstenliebe. Es gab ja ununterbrochen Kriege. Ja, nicht nur, dass die Ungläubigen, sondern ja untereinander schlagen sich die Köpfe ein.
Also was die Idee, dass die Kirche, der Glaube dazu da ist, um Frieden. Nein, er hat ja diesen wahnsinnigen Unfrieden in die Welt gebracht. Es scheint mir geradezu absurd. Die Leute sollten endlich mal stopp und neu denken, neu programmieren, die Festplatte im Kopf. Und dann kommt er auf die Idee, dass das gerade das Gegenteil der Fall ist. Aber wir brauchen Humanismus, wir brauchen keinen Kommunismus, wir brauchen keinen Sozialismus, wir brauchen ein humanistisches Weltbild. Ich bin zum Wissen abgefallen, sage ich jetzt mal großkotzig, dank erleuchteter Geister wie Diderot, Voltaire, Erasmus von Rotterdam, ist ja dieser Obskurantismus und die Machtfülle, von der wir, unsere heutige Generation, sich überhaupt nichts vorstellen können, die die Kirche hatte. Also die Gesellschaft hat eindeutig Fortschritte gemacht. Es gibt ja Fortschritt. Das Gespräch hätten wir geführt und 2 Stunden später wären wir auf dem Scheiterhaufen gelandet, vor 300 Jahren. Also dass wir das überhaupt können, ist ja ein gigantischer Fortschritt. Der Herr Ratzinger spielt für den Stellvertreter Gottes, macht sein Kasperltheater in Rom. Aber die Macht der Kirche ist eindeutig zurückgegangen. Allein mir haben heute 121 Leute geschrieben, nur zu dem Buch, dass sie aufgrund des Buches jetzt endlich den Mut hatten, aus der Kirche auszutreten. Die Leute treten massenweise aus. Nein, wir machen Fortschritte. Die Leute lassen sich weniger an der Nase herumführen. Ich will sagen, das Buch ist auch ein Liebesbuch. Es kommt eine ganze Reihe von Leuten vor, denen ich bis zu meinem letzten Schnaufe dankbar sein werde für die Freundlichkeit, die Hilfsbereitschaft und den Mut, den sie gezeigt haben, um mir zu helfen. Aber ich habe ja fast knapp 20 Jahre Therapie gehabt und habe ja dann Männer und Frauen getroffen, die was anderes denken und vor allem was anderes leben und fühlen als diesen Nonsens, den ich mitbekommen habe. Nein, ich fühle mich heute eher belästigt, wenn ich einen Ratzinger wieder höre und den Schwachsinn, dass Kondome zur AIDS-Verbreitung beitragen und dass Schwule eben Invertierte sind. Und damit, was soll man dazu sagen? Eine Hottentotterei ersten Ranges. Das kann gar nicht das Niveau eines denkenden Menschen. Nein, das sind politische Machtspiele, es ist Geklüngelei. Der will gewählt werden, damit ihn auch die Katholen wählen und so weiter. Das ist ja klar. Wenn ich mir die Geschichte des Christentums ansehe, dann ist es ja die letzte Organisation, die irgendwas von Moral zu predigen hätte. Es kommt mir so vor, wenn ich Herrn Hitler zum Vorstand des jüdisch-christlichen Freundschaftsvereins mache. Nein, natürlich nicht. Das ist wie mit der Apartheid. Man kann die Apartheid nicht reformieren, man kann sie nur abschaffen. Es gibt nicht, okay, das Negerlein darf aber ein bisschen auf den Strand gehen. 2 Stunden darf es dann dahin gehen, wo die Weißen gehen. Nein. Der Schwarze darf dann genauso oft und genauso viele Tage an den Strand gehen wie der Weiße. Man kann es nicht reformieren, man kann Dummheit nicht reformieren, man kann sie nur abschaffen. Wie soll ich denn die Idee reformieren, dass jemand am Kreuz geschlachtet wird, um die Welt zu retten? Wie soll ich die Idee reformieren, dass ich in die Hölle komme, wenn ich nicht getauft werde? Wie soll ich die Idee reformieren, dass wenn ich nicht an das und das und das und das glaube, dass ich dann bestraft werde im Höllenfeuer? Die Kirche hat ja selber in der eigenen Geschichte sich immer wieder widersprochen. Da wurde die Vorhölle abgeschafft. All dieser Nonsens, weil es ja überhaupt nicht mehr über die Leute ja gelacht haben. Die Kirche würde sich überhaupt nicht ändern. Es geht nur darum, wenn wir sie zurückdrängen. Wenn Leute, die Geist haben, die ein eigenständiges Leben führen und immer wieder sich zusammenschließen. Ein Einzelner kann gar nichts erreichen. Und die Macht der Kirche beschneiden. Dann gibt es Fortschritt, eindeutig. Mir ist es vollkommen egal, es geht mich ja überhaupt nichts an, wenn jemand denkt für sich und es hilft ihm und hoffentlich macht es ihn zu einem freundlichen Menschen, wenn er denkt, über uns ist irgendwo ein göttlicher Wille und der muss hier auf Erden vollführt werden und ausgeführt werden. Wenn er die Klappe hält und mir nicht erzählt, dass ich in die Hölle fahre, wenn ich das nicht glaube. Für sich, er kann auch zu Hause sich einen rosa Elefanten aufstellen und ihn 3-mal am Tag bespringen. Wenn er denkt, das führt ihn zur Erleuchtung, soll er das machen. Das Gefährliche ist ja nur, dass die Leute dann anfangen, weil sie, psychoanalytisch würde man sagen, tief drin im Unbewussten sich nicht sicher sind, deshalb diese Wut auf andere haben, dass sie nicht glauben, also der andere sie an ihre eigene unbewusste Unsicherheit erinnert und sie deshalb diese wahnsinnige Aggression entwickeln. Aber wenn das jemand nicht tut und für sich glaubt, das ist okay, er ist spirituell, da gibt es oben die Göttin, dann soll er das machen. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Es geht darum, dass gewisse Gruppen Macht über andere erreichen wollen.
Das, glaube ich, ist das Entscheidende. Der Herrgott wird dann vorgeschoben. Die Mails, die ich bekommen habe von Leben, da habe ich noch Glück gehabt, was diese, auch Frauen, erlebt haben, die dann von ihren eigenen Brüdern vergewaltigt wurden, die von ihrem Vater mit Scheiße eingeschmiert wurden. Also Dinge, die auch zum Teil zerbrochen sind. Der freie Geist, Free Thinker, einer, der frei denkt, dieses Ideal, dass der Mensch dazu da ist, sein Leben selbst zu entscheiden, dass wir dem ein bisschen mithelfen, sonst mehr ist ja nicht dran. Ich bin voll beschäftigt, einigermaßen einem humanistischen Weltbild verpflichtet zu sein, alle, die leben und fühlen, dass man versucht, sie zu respektieren. Also ich brauche keinen Herrgott. Wir wissen ja genau, wir sind ja alle aus der Kirche ausgetreten, aber natürlich kriegt die Kirche Milliardenbeträge, auch von meinen Steuergeldern, die ja auf das Gesetz von 1803 zurückzuführen sind, vom Staat. Es ist also keine Rede, dass die ganzen Dinge wie Caritas von der Kirche bezahlt werden, sondern sie werden vom Staat, von mir, von Ihnen da hinten bezahlt.